Mahlzeit und herzlich willkommen zurück im Freiluftknast. Hier ist ein Wasserfall. Und hinter jedem guten Wasserfall liegt ein Geheimnis verborgen. So auch hier. Das will ich mir natürlich nicht durch die Lappen gehen lassen. Zieht euch die wunderschöne Axt rein, die meine Hüfte ziert. Wenn ihr nicht wisst, wie ich die bekommen habe, zieht euch die vorherige Folge rein. Eine der mächtigsten Waffen zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels, die ich auch mit meiner jetzigen Stärke tragen kann. Ne? Diese Zusatzbedingungen zu der Aussage musste ich noch hinzufügen, sonst wäre wieder irgendein Schlaumeier gekommen und hat gesagt, nee, die Waffe ist aber stärker und die gibt's bla 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 bla. Okay, aber für meine jetzigen Charaktereigenschaften ist diese Axt ein wahrer Trumpf. Tja, ebenso habe ich beim letzten Mal die Liste fälschen lassen. Von Laris. Die Bedarfsliste der alten Mine. Und jetzt will ich doch mal meine neue Axt testen. Oh, ein Lurker mit einem Hieb. Krasser Scheiß. Und ja, vor allem will ich die gefälschte Liste jetzt zurück zu Diego bringen, um die Prüfung des Vertrauens abzuschließen. Ich hoffe, dass er auf die Fälschung reinfällt, weil sonst bin ich am Sack. Haha. Sehr gut. Einer von den zwei Kollegen hat sich einen Tarnumhang übergeschmissen. Aber das war natürlich kein Hindernis für mich, auch ihn zu beseitigen. Es ist allerdings ein Hindernis für mich, ihn zu looten, wie die ineinander stecken. Weshalb ich doch um Safe nicht drumherum komme. Manchmal zwingt mich dieser Unsichtbarkeitsbug zum Speichern, was aber gut ist, weil ich so wenigstens überhaupt speichere. So, schwarze Goblins tanzen hier rum, ne? Oh. Wow, geil. Also das erste Level-Up habe ich schon mal in der Tasche. Grandios. Goblins sind eine fiese Meute. Und, oh, scheiße, die auch schadenstechnisch gehörig reinhaut. Ich glaube, da bleibe ich erstmal bei dem Blutfliegen-Grüppchen, was sich da am anderen Ufer... die Blöße gibt, zu existieren. So, zack, Tränke rein, muss es schnell gehen. Aber andererseits kann ich das natürlich so nicht auf mir sitzen lassen, dass eine Schar kleiner brauner Zwerge mich in die Flucht geschlagen hat. Ich muss nur schnell sein und halt im richtigen Moment wieder einen taktischen Rückzug durchführen. Komm schon, scheiße. Guck mal, so einzeln rumstehende. Die sind... leichte Opfer für meine Axt. Ich denke mal, einen Treffer kann ich noch einstecken. Beim zweiten würde ich dann wahrscheinlich schon dahin gerafft werden. Puh, so wie diese Goblin-Meute. Junge, Junge. Eiskalt hinweggetilgt. Einer latscht zurück in die Höhle, aber den knüpfe ich mir auch gleich noch vor. Sag mal an, wozu habe ich denn überhaupt Heilungsspruchrollen und sowas, hä? Scheiße, mir fehlt sogar maximales Mana, um die zu verwenden. Telekinese. Ah, das ist ja krass. Was ich hier gerade in dieser Höhle gefunden habe, war tatsächlich eine Telekinese-Spruchrolle. Das heißt, selbst an so einem mehr oder weniger gewöhnlichen Ort lungert so eine seltene, mächtige Spruchrolle rum. Das ist natürlich vorzüglich zu wissen. Wobei, so ein gewöhnlicher Ort ist es nicht. Denn... Höhlen hinter Wasserfällen sind meistens verzaubert, versteht ihr? So, oh, komm schon, Mann. Boah, das wäre jetzt auch noch das Bitterste auf Erden gewesen, wenn der mich da hingerafft hätte. Ein Schürhaken liegt hier rum. Aber es ist einfach geil, dass du in Gothic auch mit einem Schürhaken kämpfen kannst. Ne? Und der hat auch so ein ziemlich spitzes Ende. Das heißt, wenn du einem das durchs Auge ziehst, dann kann das schon mal eine Erblindung nachziehen. Eines der letzten Male, da ich noch Keulen verwende. Ich werde jetzt wirklich alle noch reinhauen. Solange es noch was bringt, verstehe. Bald schon, allzu bald, wird der Moment angebrochen sein, da das überhaupt nichts mehr bringt. Zack. Und schwupps. Na, 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 na. Und ich glaube, dass dort oben ein Varan ist, dem ich auch noch nicht die Leviten gelesen habe.
Nee, das war die andere Schlucht, die da nebendran ist. Okay, machen wir später. Ich lasse mir jetzt hier zwar gerade ein bisschen Erfahrung durch die Lappen gehen, aber mein Ziel ist es sowieso noch, 1 bis 2 Stufen zu steigen. Das sowieso ist vollkommen deplatziert, weil gerade dann sollte ich den Varan ja nicht umklatschen, aber so ein Umwege wegen eines Varans ist ein bisschen Verschwendung. Jetzt wird erstmal die linke Seite des Flusses gesäubert, die Liste zu Diego gebracht und dann kommt noch eine weitere Säuberungsaktion, ne? Und dann wird er endlich erfahren, was ich denn noch so besonderes plan. Es ist auch nicht so krass, dass ich kündige das hier gerade ein bisschen zu übertrieben an, aber nichtsdestotrotz plane ich es. Kann mir keiner nehmen. Jetzt bin ich auch schon auf Stufe 8. Das heißt, bis ich in der Gemeinschaft beitritt, könnte ich durchaus Stufe 10 sein. Ich bin ein großer Fan davon, in Gothic so viel wie möglich am Anfang zu machen, auch in Gothic 2, die ganzen Nebenquests und so weiter mitzunehmen und dann schon richtig starke Sau zu werden. Und dann, während du am Anfang gegen gar nichts klarkommst, wirklich schon... Ah, wo? Ja, klar, alle unsichtbar. Und dann schon... Sagen wir mal, wenn du aus Kapitel 1 rausgehst, gehöre ich an Stärke gewonnen zu haben. Und dann wirklich schon ordentlich was reißen zu können. Manche sagen ja dann, oh, dann ist man zu overpowered und so. Finde ich aber geil, ne? Ich bin nicht dieser Typ, der da immer Ausgewogenheit sucht, der später noch die gleiche Herausforderung will wie am Anfang. Ich will das so, wie das ist in Gothic, dass du am Anfang nichts kannst und später alles, dass später alles mit einem Schlag drauf geht und so. Finde ich geil. Ich will dieses Übermachtsgefühl haben. So, hier sind Snapper. Es ist äußerst fragwürdig, ob ich gegen die schon in der Lage sein werde, antreten zu können. Selbst wenn ich ihnen angemessenen Schaden mache, so wird der Schaden, den sie mir machen, natürlich auch nicht zu verachten sein. Aber ich komme nicht umhin, zumindest zu versuchen, ob es klappt. Snapper sind sehr tückisch und hinterlistig. Dadurch, dass sie sich an dich anschleichen, anstatt... Ja, guck, er hat mich schon entdeckt. Dadurch, dass sie sich an dich anschleichen, so wie der jetzt. Hey, dieser... kann es sein, dass du... Es war eigentlich sehr unklug, hier zu speichern, weil der hängt mir jetzt an Fersen, egal wo ich hingehe. Selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde durch die Kolonie laufe, wird er mir immer noch folgen. Es sei denn, ich lock ihn an Kadaver, dann kann ich ihn ablenken. Das ist die Dynamik. Ach, schau, jetzt, seht ihr? Er wurde abgelenkt. Oh! Oh! Ah, ja klar, ich kann ihn nicht... Hey, das gilt nicht. Ich habe ihn... Durch einen fiesen Bug war ich nicht mehr in der Lage, ihn anzuvisieren. Ihr habt es alle gesehen, das ist keine scheiß Ausrede. Komm. Meinst du, ich sehe dich nicht, wenn du mir direkt ins Gesicht reinschleichst? Ne? So, ich lock ihn abermals zu den Kadavern rüber. Aber schadenstechnisch war es ja gar nicht so von schlechten Eltern, was ich da bereits ausgeteilt habe. So, jetzt hat er den Braten gerochen. Hey, hey, hey. Gut, also er zieht mir immer noch die Hälfte mit einem Biss, was ich aber so auch erwartet habe, dass ich jedoch ihm auch schon gehörig zusetz, erfüllt mich natürlich mit Freude. Ja. Und beflügelt von eben dieser Freude werde ich mir jetzt auch gleich noch an seinem Kollegen versuchen. Ich glaube, es waren sogar 3. Kein Hindernis für meine Axt. Vielleicht ist einer unsichtbar. Oh, hä? Warum kommt denn der direkt an? Junge, wie wär's mit Schleichen, ne? Okay, geil. Snapper gehen. Snapper gehen und geben halt ordentlich Erfahrung. Was meinem Ziel, noch 2 Stufen zu steigen, natürlich äußerst zuträglich daherkommt. Diesen Trank kann ich mehr als gebrauchen. Ich glaube, es war ein Mana-Trank. Ich habe mich gar hingeschaut. Aber alles, was einem hier zuteil werden kann, sind Ressourcen. Ne? So müsst ihr es sehen. Und jede Ressource ist eine Sprosse auf der Leiter des Aufstiegs. Es gibt keinen Weg zurück. Es gibt nur den Weg hinauf. Wenn alle anderen Wege um dich herum verbaut sind, dann gibt es nur den Weg nach oben.
Ah, zack. Sehr gut. Dieses Loch hier ist eines der Sachen, die ich am meisten mag am Leveldesign des Minentals. Das ist, klafft da einfach im Boden. Voll geil. Hey, 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 hey. Hahaha. Und nach meiner beherzten Rede über Ressourcen kann ich natürlich diese so banal scheinenden Höllenpilze nicht einfach vor sich hin wuchern lassen. Dieser Felsen hier. Geil, ey. Wow, nein. Oh, fuck, Mann. Sowas zerstört alles. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde es extra nochmal hochklettern. Was hier leider nicht mal geht. Wie enttäuschend. Hier auch nicht. Meine Täuschung wurde dahin getilgt. Ich wurde enttäuscht. Habe ich mir Gedanken gemacht, was das Wort Enttäuschung bedeutet. Eigentlich ist eine Enttäuschung etwas Positives, weil die Täuschung, der man unterlag, entfernt wird. Aber meistens war diese Täuschung natürlich eine positive und deswegen fühlt sich eine Enttäuschung so bitter an, weil man etwas Gutes, von dem man dachte, zumindest es sei gut, man darf lernen, dass es nicht so ist, dass es was Negatives ist oder nicht existiert oder was auch immer. So, hier zu stehen ist geil, das war mein Ziel. Ja? Und drum wird eine Enttäuschung als negativ empfunden. Aber es ist eigentlich was Gutes, weil sonst wäre man ja dieser Vision noch länger unterlegen. Tut natürlich die Frage auf, ist es nicht besser, dann unter der positiven Täuschung zu leben und darunter dann gut zu leben? Wenn einem der Glaube, dass in Wahrheit alles gut sei, wirklich nützt, vielleicht. Aber wenn man zum Beispiel in einem verstrahlten Gebiet lebt, aber man... Und man denkt, so schönes Gebiet der Welt, richtig gesund hier zu leben, ist die Täuschung, die einem beigebracht wird. Aber währenddessen leidet der Körper und Krebsgeschwür wächst in einem heran. Ja, dann ist es besser, enttäuscht zu werden, scheiße, als... Ach, fuck, Mann, das war jetzt richtig dumm. Als noch länger unter der Fuchtel der Täuschung zu leben und dann irgendwann den ganz... großen Preis zahlen zu müssen, ne? Hä, was, wo? Irgendein Wolf. Ach, da. Du kommst mir gerade recht, denn dein Kadaver wird mir dienen, diese Snapper-Meute erstmal auf Abstand zu halten. Ja, es ist wahr. Ich kann dadurch die Trophäen erstmal nicht nehmen. Hä, seid ihr bekloppt, Mann? Da liegt ein Kadaver. Boah, das ist gerade richtig bedrohlich, wie die alle auf mich zuschleichen. Und eine Notiz von diesem Kadaver zu nehmen. Boah. Also, den Kampf kann ich mir die Haare schmieren. Sollte es zu ihm kommen. Ich hoffe, also abhängen geht eigentlich nicht bei Snappern. Es sei denn eben durch Kadaver. Aber trotzdem hoffe ich gerade, dass ich die irgendwie abgehängt bekomme. Vielleicht auch, indem sie sich irgendwo festbacken oder sowas. Ich sehe das schon kommen. Ich hatte schon öfters. Du ladest irgendwie durch die Kolonie und plötzlich aus dem Nichts greifen dich in einer Gegend, in der ich gar keine Snapper leben, Snapper an, weil sie dich eben all den langen Weg verfolgt haben, bis zu diesem Punkt. Schönes Wolkenspiel. So spätestens die Mallrat-Kadaver sollten sie jetzt aber aufhalten. Vielleicht ist es auch so, dass sie nur bestimmte Kadaver fressen. Glaube ich zwar ich nicht, weil... Wenn ich mir recht entsinne, habe ich Snapper auch schon als Snapper-Kadaver rangelockt. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie den Wolf verschmäht haben. Das ist halt eine heikle Bande, verstehe? Ich gehe mal zurück zum Wolf und schaue, ob der frei ist. Ich sehe schon kommen, die glitschen jetzt irgendwo gegen die Wand. Wenn der Wolf... Wenn der Wolf frei ist, so werde ich ihn looten. Alles Ressourcen, alles. Der Strom der Ressourcen soll nicht zum Versiegen kommen. Aber der Wolf hat, glaube ich, diese Höhle bewacht. Von der glibbriges Mumienhaar hinabhängt. Wobei es nicht glibbrig ist, es ist eigentlich eher trocken. Und verstaubt.
Nee, Mann. Die Snapper haben den Kadaver gefressen. Scheiße. Oder sollte ich einfach nur sagen, schade, aber nicht allzu schlimm. Denn die sind wieder an ihrem Ursprung. Oh, der eine hat mich schon wieder gewittert. Sie schleichen sich zwar nicht an dich an, anstatt direkt anzugreifen, aber dafür wittern sie dich auch schon aus einem halben Kilometer Entfernung, so wie der Kollege, der sich jetzt auf dem Weg in meine Richtung macht. Danach werde ich den anderen auch gleich noch umklatschen. Und dann wird aber erstmal wirklich die Liste zu Diego gebracht. Hey, hey, hey. Ja? Hahaha. 220 Erfahrung ist halt schon eine ganz andere Hausnummer, als was weiß ich, irgendwelche läppischen 50 Erfahrung oder andere Witze die ganze Zeit. Da habe ich genug von. Ja, also ich sag mal so, 2000 Erfahrungen sind's noch. Das ist nicht mehr allzu weit hin. Das sind noch so um die 8 Snapper oder so sind das, ja. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier an dieser Stelle direkt zum nächsten Level durchprügeln, aber das würde natürlich ja dann auch jegliche Viecher für spätere Zeitpunkte schon rauben. Und obgleich ich wie bereits erklärt ein Fan davon bin, am Anfang möglichst viel zu machen, will ich doch zunächst mal jetzt all die Viecher dahin raffen, welche Kapitel 1 typisch sind und welche ich hier in Kapitel 2 einfach nicht mehr sehen will. Versteht das? Scavenger, Mole Rats und Wölfe und anderer Abschaum. Und deswegen wird auch der Wald zwischen altem Lager und Sumpflager gereinigt. Wow. Beinahe wäre ich durch die Brücke geflutscht. Was ja geht. In vielen Spielen ist an so einer Stelle, die durchlässig aussieht, dann trotzdem einfach ein unsichtbares Hindernis. Aber das Geile ist, hier ist eine Lücke optisch und da ist auch eine Lücke. Genauso wie du auch in Gothic 3 und in Risen mit dem Bogen durchs Fenster schießen kannst und so ein Scheiß. Ja? Und genau sowas ist für mich extrem wichtig. Ja, das sind für mich nicht nur unwichtige Details, es ist mir wichtig. Genauso in Kingdom Come Deliverance. So, Chef. Überraschung. Ich hab die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Das will ich meinen. So, nach meinem Ansehen im Lager werde ich erst später fragen. Jetzt will ich den Vorteil, den ich dadurch habe, in diesem Lager eine Hütte zu besitzen, natürlich auch mal ausnutzen und hier endlich mal wieder pennen. Hab gesehen, wie betröppelt Matt immer noch auf seiner Bank hockt. Trotzdem schaue ich immer lieber nochmal vorsichtshalber nach hinten, weil ich keinen Bock habe. Wie schon so oft von mir dargelegt, dass der Typ rausfindet, wo ich wohne. Geil, dass ich sogar ein Vordach habe. Zwar Zieren im Ausgleich, dafür Spinnenweben meine Eingangstüre. Aber was soll's. Nichts hat sich geändert. Das hält vielleicht. Guck mal, so kann ich erkennen, ob sich jemand heimlich Zutritt verschafft hat. Wenn hier so eine Menschensilhouette in den Spinnenweben rausgerupft wurde, dann weiß ich, jemand ist heimlich reingegangen. Denn ich gehe immer so durch, dass ich keine Spinnenweben berühre. Ja? Ich weiß es ganz genau. Ach ja. Jemand von euch hat mir gesagt, ich soll mal im alten Lager nachts schmieden. Da gäbe es einen geilen Dialog. Das klingt für mich nach einem höchst interessanten Feature, dessen Zeuge ich gerne einmal werden würde. Boah, hier erstmal kräftig abschütteln. Ja. So ist es recht. Gerne würde ich Zeuge dieses Features werden. Ich weiß noch nicht sicher, ob das stimmt. Ja? Nicht, dass ich da eine halbe Folge lang schmiedend in der Schmiede stehe, sondern 90% der Zuschauer sind schon abgesprungen und dann passiert gar nichts. Ich bin versucht, das mal zu probieren. Wenn ihr wisst, ob das stimmt, dann schreibt mir mal, ob das stimmt. Aber schreibt mir nicht, was dann passiert. Nur, ob es stimmt oder nicht. So, und jetzt wird dieses Wäldchen hier bereinigt. Wie ja bereits jetzt schon öfters dargelegt. In der Tat, ja. Dessen bin ich mir bewusst.
Hier dürfte noch deutlich mehr rumkreuchen und fleuchen, da ich ja hier in diesem Wald noch deutlich weniger aktiv war. Mit ein paar Fets hätte ich mir übrigens auch den Schattenläufer vorknöpfen können, ich weiß. Danke für den Hinweis. Boah. Es fehlt noch minimal Stärke, dann würde ich Wölfe mit einem Hieb, vielleicht sogar ein oder zwei Stärkepunkte nur, dann könnte ich Wölfe mit einem Hieb bereits erledigen. So. Ja, auf den Schattenläufer muss ich Acht geben. Alleine ist er auf jeden Fall noch eine Nummer zu groß für mich. Das ist eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Aber die Blutfliegen will ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich heile mich jetzt nicht, weil wenn er mich erwischt, dann bin ich so oder so dran. Egal, ob ich jetzt volles Leben habe oder nicht. Und wenn die Blutfliegen mich erwischen, bin ich so oder so nicht dran. Egal, ob ich jetzt volles Leben habe oder nicht. Versteht ihr? Das ist die Denke, mit der ich hier rangehe. Zack. Können Blutfliegen nicht auch einfach nahrhaft das Blut von Mole-Rats und so weiter abzapfen? Ja, aber die stehen ja nur auf Scavenger. Beziehungsweise Scavenger stehen auf Blutfliegen. Was ja Sinn macht, weil viele Vögel Insektenfresser sind. Aber ist die Frage, greifen die Fliegen die Scavenger nur aus Rache an, weil sie von ihnen angegriffen wurden? Oder greifen sie auch an, weil sie tatsächlich ihr Blut abzapfen? Schreibt mal in den Kommentaren, was ihr meint. Zack. Batzen in Hülle und Fülle nehme ich dankend an. Okay, okay, okay. Bei den Wölfen muss ich mich ein bisschen mehr in Acht nehmen. Boah. Sehr gut. Boah, da hinten hat ein weiteres Rudel mich bereits gewittert. Ich vertraue einfach mal auf die Verbacktheit, dass sie mich jetzt erstmal nicht erreichen. Oh, da hinten schleicht einer heimtückisch rum. Er hat mich gewittert, aber er traut sich noch nicht so richtig. Es sind wie diese schüchternen Hunde, die so süß daneben stehen und noch nicht so richtig mitmachen. Kennt ihr diese Art von Hund? Richtig süß. So, Waldbären. Ich habe auch neulich ein richtig süßes Video gesehen. Ich glaube, ein Golden Retriever oder so. Kleines Baby, was sich an einen Erwachsenen anschleicht. So voll offensichtlich. So mitten ins Gesicht rein von vorne, aber schleicht sich so heim an, als wäre das mega die heimliche Aktion und springt den dann am Ende voll ins Gesicht rein. Da ist mein Herz geschmolzen. So, zack. Ey, voll das Rohr, den hinteren Schenkel aufgeschnitten mit der Axt. Die steckt da richtig drin, Zentimeter tief. Klaffende Wunde ist das Ergebnis der Aktion. Ah, jetzt. Jetzt haben wir es dann auch mal geschafft, ne? Okay, okay. Oh, geil. Es läuft wie am Schnürchen. Genauso habe ich mir erhofft, dass es läuft. Das heißt, jetzt brauche ich noch ein Level und dann sind meine Pläne besiegelt. Ist ihre Umsetzung besiegelt. Das sind so geile Palmen. Das erinnert mich an solche alten Fantasy-Filme. Wie Conan der Barbar und so. Jetzt nicht direkt vom Design, ich glaube, solche gab es ja gar nicht. Aber es gab mal so eine Zeit lang so Fantasy-Comics und Filme in genau diesem Farb- und Grafikstil wie Gothic 1. Und für mich ist Gothic 1 auch so in einer ähnlichen Kategorie angeordnet und das liebe ich daran auch. Zum Beispiel viele der Zeichnungen von, das waren auch teilweise Zeichner von Conan der Barbar, Boris Vallejo, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, und der andere, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ach, es ist jetzt gerade ärgerlich. Boris Vallejo und so jedenfalls zwei berühmte Zeichner von Conan der Barbar Comics, deren Porträts von Menschen und von Echsen und so weiter. Einer von denen hat auch so ein Porträt gemacht von so einem Varan und so einer Tussi im Bikini. Und das ist quasi das, woran sich auch dieses ähnliche Bild, was es dazu im Raum der Erzbarone gibt, orientiert. Ja? Das ist davon quasi abgeschaut. Fast gleich und ich liebe diesen graubraunen Stil, weil das so archaisch wirkt. So vorzeitlich, so lang vergessen, so dass etwas schlummert in einer Zeit, die so lange zurückliegt, dass da quasi all das fast schon mal da war,
was in mir verschwunden ist und dann wiederkam, so als wäre die menschliche Geschichte ein ewiger Kreislauf. Was ich gerade sage, lässt sich rational schwer erfassen. Das ist ein Gefühlszustand, den man selbst fühlen muss durch das Betrachten dieser Bilder. Wenn ich dran denke, und ich weiß jetzt schon, dass man mich in den Kommentaren darauf hinweisen wird, aber ich werde euch die Namen der beiden Künstler mal in die Beschreibung packen und auch Beispielbilder von denen. Also erinnert mich bitte in den Kommentaren dran. Hey. Dennis Villeneuve oder irgendwie so heißt, glaube ich, der andere. Und Boris Vallejo. Wobei, das könnte auch jemand ganz anders sein. Ich will es nicht beschwören. Aber auf jeden Fall beides Künstler, die ich sehr bewundere, haben auch teilweise... Einer von den beiden ist der, den ich geiler finde als den anderen. Aber ich weiß gar nicht mehr, welcher von welchen und wie er heißt. Und der hat auch Star Wars Poster gezeichnet und sowas. Wobei ich die, also die sehen cool aus, aber ich finde die anderen, diese prähistorisch inspirierten Fantasy-Sachen, das finde ich noch geiler. So, die populärste Fantasy ist ja die mittelalterlich inspirierte, Game of Thrones und so weiter. Aber es gibt halt auch diese prähistorisch, wie Conan der Barbar, prähistorisch inspirierte Fantasy. Und die finde ich mindestens genauso geil. Beziehungsweise, ich will es gar nicht vergleichen. Beides hat seine ureigene Qualität, während die mittelalterlich inspirierte Fantasy vor allem eine detailverliebte und heimelig wirkende Mystik in sich trägt, so trägt die prähistorisch inspirierte Fantasy vor allem eine archaisch raue Mystik in sich. Okay, zack. Die Blutfliegen nehme ich noch mit und dann geht's erstmal ins Sektencamp. Und dann wird der linke Flügel des Waldes im Anschluss gesäubert, so wie auch die Skavenger dort hinten, jenseits des Flusses. Ja? Alles jenseits des Flusses. Also ist ja immer noch ein Wald. Oh, ja klar, du unsichtbare Sau, ey. Unfassbar. Um ein Haar wäre ich von der beseitigt worden. Orkunde, das ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Aber wenn ich Snapper hinraffen kann, kann ich vielleicht auch Orkunde dahin raffen. Bin mir doch nicht sicher. Ich glaube sogar, dass Orkunde stärker sind. Aber ich weiß es nicht mehr. Vor Reptilien hatte ich jedenfalls im echten Leben noch mehr Respekt, weil die so... Reptilien sind uns Menschen viel unähnlicher als andere Säugetiere. Und das macht den Kampf gegen sie irgendwie nicht nur unberechenbar, sondern so unheimlich. Weil man emotional nicht so richtig versteht, womit man es hier zu tun hat. Ja? Bei einem anderen Säugetier und natürlich vor allem bei einem anderen Mensch kann man irgendwie intuitiv mehr einschätzen, was ihm gegenüber vor sich geht. Man versteht sich gegenseitig besser. Der Kampf ist mehr ein Kampf zwischen Gleichen. Während ein Kampf gegen so eine völlig andere Tierfamilie wie Reptilien oder auch Fische, zum Beispiel Kampf gegen einen Hai, der so anders empfindet und weniger Emotionen hat und kaltblütiger ist, so, das ist so völlig was zutiefst Unheimliches für mich. Ja? Es ist nicht nur die Gefahr an sich, die ich so bedrohlich finde, sondern wirklich das Unheimliche. Versteht ihr, was ich meine? Es ist mir ein Bedürfnis, das irgendwie verständlich zu vermitteln, aber da ganz viel von dem, was ich hier sage, generell natürlich nur auf emotionaler Ebene verstanden werden kann, bin ich mir immer nicht sicher, ob ich es verständlich durch ein Instrument, was einfach nur Argumente zur Verfügung hat, nämlich Worte, vermitteln. Aber zum Glück sind wir in der Lage, automatisch in Worte, die wir hören, auch Gefühle, sind wir rauszuhören aus den Worten. Ne? Drum, wenn ich sowas laber, dann schreibt mir immer gerne, ob ihr versteht, was ich meine.
So, da ist auch schon das Sektencamp. Nach allem, was ich hier bereits getan habe, fragt sich der eine oder andere vielleicht, was will er hier, wenn nicht beitreten? Tja, lass dich überraschen. Dude, ich denke, diese und nächste Folge jetzt noch, nicht mehr die ganze nächste, aber Anfang nächste Folge werden noch Wälder gesäubert und dann ist gut. Das heißt spätestens, da, ich weiß nicht, im Bälde werde ich mich in dem Camp anschließen. Welches, seht ihr dann. Und was ich hier im Sektencamp will, ebenso. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschönen Tag noch. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ciao.